Es ist endlich soweit. Mein Shire Horse Level 15 der Jumpy Test kommt. Und dafür zeige ich euch jetzt erstmal die Werte. Robin hat jetzt 18 Stärke, 12 Disziplin, 18 Geschwindigkeit. Irgendwas läuft da falsch. 8 Ausdauer, 13 Agilität. Der sollte eigentlich 28 Stärke, 22 Disziplin, 28 Geschwindigkeit, wahrscheinlich auch 18 Ausdauer und 23 Agilität haben. Was ist da kaputt? Was wird da gespielt? Egal, wir reiten trotzdem. Und jetzt, meine Damen und Herren, nach dem Anmelden fürs Championat passen die Werte wieder. Halleluja! So, wir sind heute übrigens, wie ihr seht, in Champi Gruppe 1 unterwegs. Ich bin super gespannt, wie das jetzt läuft. Ich war ja ehrlich gesagt immer sehr, sehr skeptisch, was Kaltblüter angeht in Star Stable, weil sie mir einfach optisch zu breit sind für Championate. Das soll jetzt nicht diskriminierend klingen, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass ich einfach das Gefühl habe, das war nicht gut geritten, dass ich mit schmalen Pferden besser zurechtkomme. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Deswegen wollte ich auch ursprünglich nur ein Shire Horse kaufen. Dann hat mich aber die Agade, die hat mich so überzeugt, dass der Robin noch bei mir eingezogen ist. Und ich bin jetzt echt gespannt. Wow, oh Gott, oh Gott. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das jetzt hier alles so klappt. Also bislang läuft es doch ziemlich gut, würde ich sagen. Hinter mir ist auch gerade ein Shire Horse unterwegs. Wir rennen hier alles in Grund und Boden. Wir sind eine rasende Stampede. Ich finde Shire Horse klasse. Ich habe noch nie so ein agiles Shire Horse oder so ein agiles Kaltblut in Star Stable geritten, wie das neue Shire Horse. Ich finde die spitzenmäßig und im Endeffekt, das zeigt sich jetzt gerade für mich auch wieder. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich bin schnell mit einem Kaltblüter, weil sie halt generell immer so ein bisschen behäbiger wirken, auch wenn die Pferde ja gleich schnell sind. Und das haben sie jetzt hier diesmal, da muss ich ein bisschen abbremsen leider, ja, klappt aber vielleicht noch, das haben sie diesmal irgendwie besser hinbekommen. Fragt mich nicht, wie sie es hinbekommen haben, das ist mir eigentlich auch egal, aber sie haben es hinbekommen und das ist die Hauptsache. Jetzt habe ich gerade den ersten Platz leider verspielt. So, ich hoffe, jetzt habe ich ihn wieder, jetzt habe ich ihn wieder nicht mehr. Oh, ein haarscharfes Rennen. Shire gegen Shire. Da wie ist es ja bescheuert. Aha. Oh Gott, huhu, ich dachte, ich hätte die Tür mitgenommen, aber sie ist noch in Angeln. Komm, lauf, Robin, lauf, lauf, nein, nein, aber sie ist 2 Level über mir und von daher kann ich mich mit dem 2. Platz hier zufriedenstellen oder zufrieden geben. Es ist okay, sie hat ja mehr Punkte auf Reiten als ich mit meinem Charakter, von daher ist sie grundsätzlich schneller und ich bin super zufrieden. Mega gutes Gefühl. Das, was ich so die ganze Zeit jetzt schon beim Leveln für ein Gefühl gehabt habe mit dem Shire Horse, hat sich jetzt hier im Championat auch nochmal für mich bestätigt. Mega. Das erste Kaltblut, wo ich wirklich sagen kann, das reite ich auch in Championaten richtig, richtig gerne. Freut mich total, weil ich die Shire Horses oder generell die Kaltblüte eigentlich ganz cool finde. Aber wenn mir das Gameplay halt keinen Spaß macht, dann ist es halt irgendwie blöd. Aber hier läuft alles wunderbar. Kann ich nur weiterempfehlen.